Hey, Mann, was draußen? Ich bin's dann von Bias United und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Und das ist ein etwas Besonderes und es ist besonders für mich sehr besonders, denn das ist eine Premium-Box, eine aktuelle Premium-Serie Tops Finest heißt das Ganze. Das gab es schon verschiedenen anderen Sportarten in der Vergangenheit, jetzt zum ersten Mal, soweit ich weiß, auch von Fußball und dann das Ganze für die Champions League. Man sieht es hier an der Seite, ist auch schon schön die Trophäe. Vorne haben wir Lukaku, Roberto Firmino, Griezmann und Manuel Neuer. Also das ist eine Hobbybox mit zwei kleinen Boxen, Miniboxen, wie ihr jetzt schon seht. Wir werden in diesem Video die komplette Box öffnen, 60 Karten inklusive zwei Autogrammkarten und einigen nummerierten Karten. Also ich bin wirklich gespannt. Ich würde mich über einen Daumen nach oben sehr, sehr freuen. Können wir die 100 voll machen? Am besten noch in den ersten 24 Stunden. Wäre auf jeden Fall sehr geil. Ich habe selber für diese Box knapp über 100 Euro bezahlt. Ich habe mir sie bei Tops in England bestellt. Also ich glaube, wenn man auf die Tops-Seite geht, Tops hat ja jetzt mittlerweile, glaube ich, so eine einheitliche Seite für Deutschland, England und Amerika. Aber man kann das Land auswählen. Und ich glaube, das letzte Mal, wo ich gecheckt habe, im Deutschen, wenn man auf der deutschen Seite ist, findet man die Boxen nicht. Aber ihr müsst dann oben in der Ecke auf England schalten. Und dann findet ihr die Boxen und könnt sie euch nach Deutschland auch bestellen. Ich glaube, der Versand ist sogar relativ billig. Ich glaube, 2 Pfund oder so. Billiger als sogar, glaube ich, wenn du im deutschen Store bestellst. Auf jeden Fall, ja. Dann 90 Pfund, glaube ich, das Ganze, plus Versand und so, umgerechnet, glaube ich, knapp über 100 Euro müssten es sein. Und ja, deswegen, ich habe mir sie bestellt, das ist auch kein gesponsertes Video oder so auch immer. Ich habe mir die gekauft und ich hoffe, wir ziehen was Geiles. Also, ich habe die Checkliste mir angeguckt und die verspricht vieles. Also, sehr, sehr viele geile Spieler, die es als Autogramme gibt. Auf der ganzen Liste sind, glaube ich, so 5-6 Spieler, die, wo ich hoffe, dass ich sie nicht bekomme. Das ist ein Spieler, den will ich überhaupt nicht ziehen. Den Namen werde ich jetzt nicht sagen, weil ich das jetzt nicht heraufbeschwören will, dass er kommt. Falls ich ihn doch ziehe, dann werde ich euch das sagen, dass ich ihn gemeint habe. Also, so macht man das auf. Hier haben wir nochmal zwei kleine Boxen, die sind nochmal extra eingeschweißt. Jede von denen, hier steht, one autograph per Minibox. Also jeweils eine Autogrammkarte. Ich finde das sehr cool gemacht eigentlich mit den zwei Boxen. Die kann man auch so behalten dann. Ja, ist eigentlich ganz cooles Design. Hat ja Tops, glaube ich, auch schon öfter gemacht. Mit Tops Showcase und was es alles gab. So vom Design wieder das gleiche. Hier an der Seite haben wir dann wieder die ganzen Wahrscheinlichkeiten, wie man irgendwas zieht. Also, ich glaube, wenn ich es nicht vergesse, hau ich euch auf jeden Fall die Checkliste mal in die Kommentare, in die Videobeschreibung. Da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen, was für Karten und so weiter es gibt. Es gibt wirklich einige geile. Es gibt, das steht hier unten auch drauf, Collective Lionel Messi Finest Career 10 Card Set. Also, es gibt so Die-Cut-Karten von Lionel Messi. Ich glaube sogar jeweils mit Autogramm und ohne Autogramm, aber ohne Autogramm ist das, was ich auf jeden Fall hoffe zu ziehen. Das mit Autogramm wäre natürlich sowieso, aber das ist ein bisschen eher unrealistisch, auch wenn ich das sehr gerne nehmen würde. Aber ja, da gibt es nochmal so Die-Cut-Karten von 10 verschiedene von Lionel Messi aus verschiedenen Jahren und verschiedenen Bildern. Also bei manchen sieht er echt noch jung aus. Sehr, sehr cool gemacht. Davon hoffen wir natürlich auch eine zu ziehen. Ansonsten gibt es auch viele nummerierte Karten, wie ich schon angesprochen habe. Autogrammkarten, Trikotkarten gibt es nicht. So, also die Box sieht von so aus. Da sind Packs drin. Ganz cool gemacht. Die kommt rein. Wir öffnen jetzt Box nach Box. Hier sind 6 Päckchen übrigens drin. Pro Pack haben wir 5 Karten. Ich werde die jetzt ganz vorsichtig aufmachen. Achso, was ich noch sagen wollte. Ich habe mich ein bisschen gewundert, weil die extra diese Lionel Messi Karten drin haben, dass Messi nicht auf dem Cover ist. Aber naja. Von hinten ist das Ganze so, also wie die ganzen amerikanischen Serien. Das ist auch wieder, glaube ich, eine amerikanische Serie. Und ich würde sagen, wir beginnen gleich. Ja. Die Karten auch im Chrome-Stil übrigens. Das heißt, ähnlich wie die Tops-Chrome-Karten, die wir ja auch von der Premier League vor kurzem erst geöffnet haben. Ihr seht schon, ihr seht hier auch die Kamera schön mit Mikrofon und so weiter. Also so ein schöner Look. Sieht sehr, sehr geil aus, so ein Prism-Effekt. Also Panini hat Panini Prism, Tops hat Tops Chrome und jetzt auch Tops Finest.
Bei Topps Finest ist so ein bisschen mehr Design, würde ich sagen. Bei Topps Chrome war schon der Hintergrund, ja, einfach nur dieses, der Chrome-Effekt sozusagen. Und hier ist noch ein bisschen Design hinten. Finde ich sehr, sehr geil. Das ist hier die erste Karte, Ronny Lopez. Das ist das Base-Karten-Design. Also ich werde das Ganze ausführlich machen. Ich werde mit im Laufe des Videos natürlich schneller werden mit den Packs, aber ich will das selber für mich auch genießen und damit ihr es auch genießen könnt. Ja. Im Prinzip sind es ja gerade mal 12 Packs, das ist ja nix. Deswegen, ich glaube, wir werden schon schneller beikommen. Für die Bundesliga wird es ja auch jetzt eine neue Topps Chrome Serie, also nicht Finest, sondern Chrome Serie geben. Die sollte ursprünglich schon im Januar kommen, also kurz nach der Premier League Serie. Aber jetzt wurde sie dann Februar, März und jetzt ist sie mittlerweile auf den April, Ende April verschoben. Mal schauen, ob sie diese Saison noch rauskommt. Ich hoffe es mal. Also Ronny Lopez, die erste Karte. Dann haben wir unsere erste holographische Karte. Und das ist gleich Lionel Messi, Leute. Cornerstones ist einer der Parallels. Und ihr seht hier, das ist der Base-Karten-Look. Und hier mit so einem geilen Holo-Effekt. Also sehr, sehr ähnlich wie die Topps Chrome-Karten oder auch zum Beispiel Panini Prism. Kann man miteinander vergleichen, glaube ich. Sehr, sehr geiles Design. Ich gehe jetzt einfach mal von aus. Ich glaube, pro Pack ist auf jeden Fall eine nummerierte oder eine Insert in irgendeiner Weise. Das ist hier unsere Insert, Lionel Messi. Und, oh, hier, wir haben doch sogar noch eine nummerierte. Also von hinten sieht das Ganze so aus. Die Base-Karten sehen von hinten so aus. Also ein paar Statistiken drauf und ein kleiner Text. Da haben wir die erste Messi-Karte und dann haben wir unsere erst nummerierte Karte. Alexander Golovin, hier in Blau, Nummer 36 von 150. Das ist ein bisschen schwer zu erkennen hier auf der Kamera. So, glaube ich. So, 36 von 150 in Blau. Also, alle Base-Karten gibt es nochmal in Parallels, wie man das von so Premium-Karten gewohnt ist. Natürlich so... Jetzt ärgere ich mich selber. Also jedes Mal denke ich mir während des Videos, wenn ich so Premium-Karten öffne, das nächste Mal muss ich mir so Sleeves rauslegen und jetzt habe ich es wieder nicht gemacht. Also ich werde die alle ganz sanft anfassen, damit sie keinen Schaden bekommen. Dann haben wir noch hier Harry Kane und Arturo Vidal. Also drei Base-Karten, eine Insert, eine nummerierte. So darf es gerne weitergehen. Ich habe mir ein paar Breaks angeguckt. Und die hatten pro Mini-Box, glaube ich, immer so zwei, drei nummerierte. Also ich bin gespannt. Oder vielleicht pro kompletter Box. Nee, ich glaube pro Mini-Box. Deswegen mal schauen, was wir heute bekommen. Hier haben wir Unyekuru. Sehr, sehr gutes Spieler. Ich glaube, der ist momentan noch nur ausgeliehen, glaube ich, an Gala. Dann haben wir Jesse Lingard. Dann haben wir wieder so eine Holo-Karte. Jefferson Fafana. Das ist dann wahrscheinlich eine normale Chrome-Base-Karte. Ja, aber lege ich mal zu den Inserts. Dann haben wir Marco Verratti im coolen Champions League Trikot, sehr, sehr nice. Und Ederson von Manchester City. Die Autogrammkarten sind so übrigens umgedreht. Also wenn wir irgendeine Karte von hinten sehen, dann wissen wir, das ist eine Autogrammkarte. Und es gibt wirklich sehr, sehr geil. Also neben Messi und Ronaldo, wo ich jetzt nicht von ausgehe, dass wir ziehen. Das haben wir auch damals bei der Pelé-Karte bei den WM Prisms gesagt und haben sie gezogen. Also ich hoffe, das klappt diesmal wieder. Aber es gibt auch Aguero zum Beispiel. Ich glaube, es gibt sogar Sergio Ramos und so weiter. Also es gibt wirklich ein paar richtig coole Spieler. Marcelo, und ich sehe schon wieder ein bisschen Farbe. Marcelo, Lorenzo Insigne mit diesem geilen blau-gelben Trikot, was ich da sogar habe von ihm. Dann haben wir die nächste nummerierte Karte. Hier, Alex Telles, 128 von 250, also das war eben blau, das ist lila. Telles gibt es, soweit ich weiß, auch als Autogramm. Und der ist, glaube ich, auch auf meiner Liste, die ich lieber nicht ziehen, oder eher nicht ziehen will, als Autogramm. Wojciech Szczęsny und Jefferson Fafana. Also, die Karten auch relativ dick, also ähnlich wie, wirklich ähnlich wie Chrome. Oder auch Prism, also wenn ihr davon irgendwelche Karten habt, das kann man so damit vergleichen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir hier noch drin ziehen. Haben wir hier schon ein Autogramm oder sowas? Ich bin wirklich nervös. Wie gesagt, ich habe mein eigenes Geld bezahlt. Natürlich, hier ist einiges, ja, hier steht einiges im Raum, im Spiel. Ich hoffe, wir können auch eine Autogrammkarte ziehen, die nummeriert ist. Ich hoffe es. Juri Tielemans, dann haben wir wieder, haben wir da wieder zwei in einem. Das wäre geil.
Auf jeden Fall erstmal eine Insert-Karte. Standout Strikers, Romelu Lukaku von Manchester United. Auch wieder mit so einem Holo-Effekt. Sehr, sehr geil. Und was haben wir hier? Irgendwas Glänzendes. Cornerstone Edin Dzeko. Also, wieder so eine Cornerstone-Karte. Also zwei Inserts in einem Pack. Auch sehr, sehr nice. Cornerstones finde ich auch cool. Und ich glaube, die gibt es sogar auch mit Autogramm. Ich habe einen Break gesehen, da hat jemand, wurde Cristiano Ronaldo gezogen. Jan Oblak und Kevin De Bruyne. Also selbst die Basekarten natürlich. Champions League. Ihr wisst, was das bedeutet. Ganz, ganz viele große Namen. Ganz, ganz viele gute Spieler. Und ja. Finde ich sehr, sehr geil. Und dann haben wir Ivan Rakitic als nächstes. Dann die nächste Holo. Das ist Jan Oblak. Also eben, so, für alle, die es noch nicht ganz verstanden haben, das ist hier das Base und hier die Holos haben so einen Regenbogeneffekt. Ich glaube, das kann man ganz gut sehen. Dann haben wir die nächste nummerierte Karte. Hier, Ismay. Schon wieder zu 150. 131 von 150 von Shakhtar Donetsk, die aus der Gruppenphase rausgeflogen sind und dann gegen mein Team, gegen Eintracht Frankfurt, in der Europa League rausgeflogen sind. Also, tja, aber trotzdem hier als Karte. Also bisher 150, 205 von 150 hätte besser sein können. Ruud Vormer und Krikoviak. Und wir kommen wirklich zum letzten Päckchen, Leute. Und hier ist jetzt unser Autogramm drin. Wir haben schon drei nummerierte, die wir ungefähr auch bekommen sollten. Und jetzt das letzte Päckchen. Also soweit ich weiß, sind die Autogrammkarten nicht unbedingt immer im letzten oder ersten oder sowas im Päckchen, sondern so durcheinander. Mal schauen. Puh, jetzt bin ich gespannt. Marcus Rashford. Dann haben wir Gabriel Jesus. Dann haben wir unser Autogramm. Zum Glück. Also zum Glück keine Fehlproduktion hier. Feguli, Martial. Und jetzt, Leute, ich drehe es mal um. Ich drehe es um. Haben wir ein bisschen Farbe? So rum. Keine Farbe. Es ist Jesse Lingard. Jesse Lingard von Manchester United. Also, hier mit Original-Autogramm. Leider nicht nummeriert, das ist die Base. Autogrammkarte. Also ihr habt hier so einen kleinen Holo-Effekt. Ich weiß nicht, ob die Base-Autogrammkarten alle so einen Holo-Effekt haben oder ob es da auch nochmal Unterschiede gibt. Manche mit Holo, manche ohne. Ich glaube aber, die haben alle so einen Holo-Effekt. Jesse Lingard von Manchester United. Die Karte sieht, glaube ich, komplett identisch aus wie seine, wie die Basiskarten. Aber halt mit Autogramm. So, also. Hätte auf jeden Fall schlechter sein können. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber ich hoffe, dass die zweite Autogrammkarte noch vielleicht sogar ein bisschen besser ist. Vielleicht ein bisschen mit Farbe. Aber Jesse Lingard, nicht schlecht. Also für den Anfang kann ich das gerne nehmen. Gerne nicht annehmen. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir zum zweiten. Zur zweiten Minibox. Und die werde ich auf jeden Fall ein bisschen schneller öffnen. Aber natürlich sehr, sehr vorsichtig weiterhin. Wir wollen keine Karten beschädigen. Wir haben bisher aber die erste Box, sage ich mal, war okay. Von den Basekarten her viele gute Spieler gezogen. Wir haben die Cornerstone von Lionel Messi, was sehr, sehr cool war. Aber was ich so an Boxen gesehen habe, schon in den Breaks, da ist noch viel Potenzial nach oben. Jesse Lingard ist ein Name, den man auf jeden Fall kennt. Ein Spieler, der auch ganz gut spielt, auch dieses Jahr wieder. Ich glaube, ist, glaube ich, momentan wieder verletzt. Hat sich ja auch schon beim PSG-Spiel verletzt. Glaube ich. So, also die Boxen, die werde ich auf jeden Fall erstmal hier behalten. Sehr, sehr cool. Kann man sich so hinstellen. Und jetzt haben wir die nächsten 6 Packs. Und ich bin gespannt, was wir hier bekommen. Ich würde mich auch, wie gesagt, über so eine Die-Cut Lionel Messi-Karte freuen. Die sind, glaube ich, gar nicht so selten. Deswegen hoffe ich mal, dass wir so eine bekommen. Memphis Depay. Da haben wir die nächste Insert-Karte. Das ist Harry Kane als Standout Strikers. Also wir hatten schon Lukaku, jetzt Harry Kane. Dann haben wir nochmal Memphis Depay als Cornerstones. Ich weiß nicht, wie viele es da gibt. Aber das sind generell eher die besseren Spieler. Und Memphis Depay ist sicherlich auch ein Schlüsselspieler bei Lyon. Dann haben wir Juan Jesus und Florenzi. Also ich hoffe auf ein bisschen niedrig nummeriertere Karten. Bisher ist mir das alles noch ein bisschen zu hoch. Hier.
Ich sehe aber schon wieder ein bisschen Farbe. Toni Kroos. Dann haben wir Arturo Vidal als Chrome, als Holo. Und wir haben Nabil Fekir. Also auch ein sehr guter Spieler. Neben Depay sicherlich ihr wahrscheinlich die beiden, der beste Spieler bei Lyon. Und die ist auch wieder nummeriert zu 250. Also 27 von 250. Nabil Fekir in Lila. Oder ich mache das Ganze mal so. Teilen wir die beiden Boxen auf. Egal, die Basekarten sind egal. Dann haben wir noch Mario Götze und Thomas Müller. Also allein, ich finde die Basekarten schon cool. Ich finde es auch sehr gut, dass es auch reichlich Basekarten, reichlich Karten gibt. Damit man nicht nur die Hits sozusagen hat, sondern auch ein paar andere. Und wir haben hier unsere Autogrammkarte, Leute. Ich lege das Pack weg. Daran, das entscheidet vieles, ob jetzt das ganze, ganze Box und das ganze Pack-Opening gut oder schlecht war, muss ich sagen. Deswegen, das schauen wir uns als letztes an. Aber wir können hier auch natürlich auch noch nummerierte Karten bekommen, die auch wichtig sind. Guillermo Marinato von Lokomotive Moskau. Antoine Griezmann, das sieht man auch immer gerne. Cornerstones Griezmann. Dann haben wir eine nummerierte Benjamin Mendy. Und die ist nummeriert 24 von 50. Also endlich mal was unter 100 in Gold. Also, goldene zu 50 von Manchester City. Also eben das Autogramm von Manchester United, jetzt eine goldene City-Karte. Und da haben wir noch Grünewald und Milner. Also eine nummerierte fehlt noch. Können wir 50 nochmal schlagen nach unten? Mats Hummels, Felipe Coutinho, dann haben wir Harry Kane als Holo. Da haben wir Sergio Ramos und Angel Di Maria. Und jetzt, vorletztes Päckchen. Ich bin gespannt. Drückt uns nochmal die Daumen, dass sich die Box gelohnt hat. Und ich finde die Karten geil. Wenn wir die 100 Likes in relativ kurzer Zeit, also in so ein, zwei Tagen schaffen, dann glaube ich, hole ich mir vielleicht nochmal eine Box. Ich muss mal überlegen, 100 Euro ist schon viel Geld. Aber es macht mir bisher sehr, sehr viel Spaß. Lingard war okay. Und ich hoffe, hier liegt noch was Krasses. Edin Dzeko, Golovin, dann haben wir hier eine Arturo Vidal, nummeriert zu 150 ist sie wieder, 47 von 150, also die ganz tief nummerierten Karten hatten wir heute nicht, aber immerhin, ja, von den Teams her war das beim ersten Mal auf jeden Fall deutlich schlechter, da hatten wir Monaco, Shakhtar Donetsk und Porto und jetzt hatten wir wenigstens Lyon, City und Barca. Hier haben wir Aguero und Derdiok. Und jetzt kommen wir, wie gesagt, zum letzten Päckchen mit unserer Autogrammkarte. Da haben wir mir Malos von Shakhtar Donetsk. Dann haben wir Ritz. Dann kommt auch schon das Autogramm. Dann haben wir hinten Maicon und Mondi. Und dann nehme ich mir wieder eine Karte und wir drehen das Ganze um. Ich glaube, so. Jetzt. Grün, Leute. Grün. Was bedeutet grün? Also, ich glaube, 150 und 250 war schon das Höchste. Grün könnte entweder tiefer als... Nee, also ich glaube, grün ist 99. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, grün ist nummeriert zu 199. Schauen wir uns das erstmal an. Ja, zu 99. Und das ist Fernandinho! Sehr, sehr nice. Also, Man City und Manchester United als Autogramme. Fernandinho von Manchester City... nummeriert 8 von 99. Was für ein Trikotnummer hat er eigentlich? Ich glaube nicht die 8. Ich weiß gar nicht. Steht es hier drauf? Nummer 25 hat er. Ja, nehme ich auf jeden Fall gerne an. Fernandinho. Guter Spieler, auch dieses Jahr wieder bei Man City. Sehr, sehr stark. Und City für mich einer der Favoriten auf den Titel. Also, das waren meine zwei Miniboxen, meine Hobbybox Tops Finest Champions League. Also ich muss wirklich sagen, den Super-Hit, wo man ausrasten muss und keine Ahnung, den hatten wir nicht. Den hatten wir wirklich nicht. Wir hatten hier die am tiefsten nummerierte Karte war zu 50. Wir haben aber sehr, sehr coole Instas bekommen. Nummerierte Karten waren, fand ich, im zweiten auf jeden Fall deutlich besser als beim ersten. Auch von Verein und von Nummerierung hätte her.
Insgesamt finde ich, die zweite Box war auf jeden Fall besser als die erste. Aber ich denke, Jesse Lingard und Fernandinho sind zwei sehr gute Premier League-Spieler und sehr gute Champions League-Spieler. Also ich glaube, da kann man sich weniger beschweren. Ist jetzt für mich nichts weniger außergewöhnlich. Also Premier League-Autogramme habe ich schon einige. Weil ich habe ja auch die Chromebox jetzt geöffnet und so. Aber ja, ich dachte vielleicht kriegt man einen Ramos oder so, aber ja, das war es auf jeden Fall für heute. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Also ich werde maximal werde ich wahrscheinlich noch eine Box öffnen, wenn überhaupt, muss ich mir mal überlegen. Aber wie gesagt, macht die 100 Likes voll. Wenn ihr die 100 Likes innerhalb von 24 Stunden voll macht, verspreche ich euch, mache ich noch eine. Dann hole ich mir wirklich noch eine innerhalb von 24 Stunden, da bin ich aber streng. Und wenn wir das nicht schaffen, dann überlege ich mir das ganz gut. Vielleicht kommt es dann auch erst ein paar Wochen oder so. Und ja, spätestens hoffen, also mittlerweile ist es ja ein April geworden, wo Topps Chrome Bundesliga rauskommen soll. Wenn die rauskommen, werden wir auf jeden Fall einige Boxen öffnen, das kann ich euch versprechen. Aber bis dahin, schaut Matchsticks Extra, ist ja jetzt ab nächster Woche draußen. Wir haben uns es auf unserem Kanal schon geöffnet, also mehr Topps Produkte hier, Matchsticks Extra natürlich auf unserem Kanal. Das war's auch von mir für heute. Oben in der Infokarte verlinke ich euch ein paar weitere Premium-Openings. Also, wir haben einiges an Panini Prism für die WM geöffnet. Wir haben einiges von der EM geöffnet. Wir haben aber auch schon Topps Premium-Produkte geöffnet. Also, Topps Chrome, ganz alte Bundesliga-Chrome, früher auch immer geöffnet. Also, zieht euch das auf jeden Fall rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, besonders, wenn ihr auch schon welche geöffnet habt oder Breaks gesehen habt, wie würdet ihr meine Hobbybox, also beides zusammen, hier alle Karten zusammen, von 1 bis 10, wenn 1 ganz schlecht ist und 10 sehr, sehr gut, wie würdet ihr es einschätzen? Schreibt mir wirklich in die Kommentare. Meine persönliche Einschätzung für mich jetzt persönlich ist jetzt so eine 6 oder 7, würde ich sagen. Also es gibt einige auf der Checkliste einige Spieler, die sehr, sehr viel besser sind, die ich mir sehr, sehr mehr gefreut habe. Hätte und natürlich auch von der Nummerierung her hätte das auch besser sein können. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr zufrieden. Ist auf jeden Fall für mich positiv. Es hätte schlechter sein können. Ich habe sehr coole Spieler bekommen. Besonders Fernandinho freue ich mich drüber. Und das war's dann von mir. Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns bald wieder hier bei Manchester United. Ciao.